Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Ja, heute gibt es zwei Folgen für euch. Na, eigentlich keine zwei Folgen für euch. Eine ganz kurze Folge. Ist eher, fast schon eher ein Clip. Nur ein Clip als wirklich eine ganze Folge. Da hatte ich das Problem an dem Abend, dass ständig mein Spiel abgestürzt ist, beziehungsweise sich einfach geschlossen hat, ohne irgendwelche Gründe. Das heißt, die Runde fängt so mittendrin an. Die Runde ging los. Bei mir ist das Spiel, hat sich das Spiel geschlossen. Meine Teammates waren schon mitten im Bosskampf, als ich wieder ins Spiel reingekommen bin. Und ja, ich stoß dann dazu. Und da habe ich den Schuss meines Lebens gemacht. Ihr seht dann, was ich meine. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, auch wenn das insgesamt nur ein sehr, sehr kurzer Clip ist, wie gesagt. Und danach kommt noch eine richtige Runde, in der spiele ich die Winfield Terminus mit Flechette-Munition und einer Uppercut. Und wie das Ganze gelaufen ist, seht ihr jetzt gleich in dieser Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hebt mal Opa. Jetzt wird schon vom Tiersturm weggesnipert. Ja, irgendwie, also ich war erst in Devon, dann war ich in Cyprus, dann war ich in Pitching, aber die schießen die ganze Zeit immer noch da oben im Norden rum. Ich hab da, hier gekommen. Ist ein Gegner, ich hab ihn hier gesehen. Ja, ja, ja. Dann schießen doch. Ja. Jetzt mal ne Sniper. Also ich glaub, die kämpfen da hinten. Meinst du? Ja, dann macht's weg. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist so, als würdest du auf Ameisen schießen. Der Krabb ist das ein. Ach, das ist ein gepanzerter, der da läuft. Aber da war gerade auch noch ein Spieler. Ist das ein Spieler oder ein Avot? Ich hätte ja sein können, dass es irgendwie, weiß ich, dieser eine Skin da ist, der da rumkrabbelt. Dieser Hexendoktor oder so. Wisst ihr, was richtig witzig ist? Aber wahrscheinlich ob die Folge, weiß nicht, ob die ausgestrahlt wird. Tim, ja? Erinnerst du dich bei deinem Livestream, dein Net by Daylight Livestream, als ich glaube, Schilke sich an die Literaturrätsel ja erinnert hat? Wollen wir die wieder machen? Das ist dein Ding, tob dich aus, selbstverständlich. Also ich habe beim Umzug einen Karton gefunden, das war so ein bisschen wie Weihnachten. Ich habe nämlich noch drei Sachen insgesamt mir bestellt, die ich aber halt nicht aufgemacht habe, weil ich sie ja direkt eingepackt habe. Mhm. Dementsprechend aus einem Buch, was ich selbst nicht gelesen habe. Vielleicht ist es jetzt auch gleich Propaganda, aber suchen wir uns mal was alles raus. Ja, alles doch schön. Es ist entscheidend, sich gegen die Kälte zu schützen. Ein Schlafsack rettet auf der Straße das Leben. Die wahrscheinlich beste Schlafposition bei extremer Kälte ist die Mumienposition. Die Arme eng am Körper liegend, sodass die Nieren gut geschützt sind. Die Hände übereinander auf den Bauch gelegt, um sie zu wärmen. Die Decke bis zum Kinn, damit kein bisschen Kälte eindringt. Du hast wohl jemanden getötet. War das der da? Was? Alter! Nein, das war da vorne auf dem Compound, an der Kirche. Und du hast Headshot gemacht, ja, oder was? Das ist schön. Gott, Entschuldigung, David! Alles gut, hat genau gefällt. Mit was? Mit der, und jetzt noch mit der Nagant oder so? Ne, mit den Sparks! Ach du meine Güte. Also normale Sparks, keine Sniper-Sparks. Streber. Und was bringt das jetzt mit der Mumienhaltung? Damit schützt du dich am besten vor Kälte. Ah, cool. Und deine Nieren. Ne? Ich weiß, welches es ist, aber ich verrate es nicht, dass die Zuschauer. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Mhm. Willst du es mir mal schreiben? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann nicht schreiben. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Nein, David liest ein Zitat oder eine Stelle aus einem Buch vor und die Leute müssen erraten, aus welchem. Ach. Ja, das haben wir früher tatsächlich ein paar Mal gemacht. Mhm. Als die rege Beteiligung unter den Hardfields noch nicht so krass war, damit wurde ein bisschen gepusht. Aber jetzt ist ja Tim so fame. Du hast einfach nicht mehr gemacht. Ja, du hast irgendwann nicht mehr mit mir gespielt.
Du warst einfach nicht mehr da. Auf das einmal hast du gemeint, auf einmal war dein Studium so wichtig und so ein Quatsch, also. Ja, nee. Das ist die eine Version der Geschichte. Aber denk immer dran, Geschichte schreiben, immer nur die Gewinner. Ja, oh, der Kampf hat sich verlagert. Und wenn das wirklich jemand kennt, finde ich das krass. Also ich habe es noch gelesen, aber so neu ist es eigentlich gar nicht. Von 2017. So, jetzt in die Richtung geschossen. Oh, da sind Wasserteufel. Ne, doch nicht. Achso, stellen wir mal hier die Boundary. Oh ja, ich war so fixiert, da noch einen zu erwischen. Also bei uns ist nicht. Ah ja, die hocken da vorne am Ausgang, klar. Deswegen hat sich der Kampf verlagert. Sollen wir hingehen? Okay. Mindestens einer ist angeschlagen, das perfekte Ziel für meine Sparks. Ja, wenn der jetzt auch da von dem Team ist. Es wird noch geschossen. Achtung, Feuer, die ist das Ananas. Alle lesen einfach mal drei dicke und einmal Upgrade Points, ne? Das ist schon krass. Weil meist so eine Daily oder Weekly halt, das wäre der perfekte Compound. Upgrade Points habe ich schon einmal genommen. Ja, ja, ich auch. Ich würde sagen, wir gehen über Plansche dahin, dass wir nicht über die zu offene Fläche. Aber hier ist man auf dem Steg, also ist das nicht der Inbegriff von einer offenen Fläche? Ja, aber da vorne ist ja, es ist ja überall Wasser. Aber wenn die da links im Wald hocken, sind, ja, können wir glaube ich von Plansche aus. Besser dahin. Oh mein Gott, was ein geisteskranker Schuss. Ich wollte schon immer mal sowas machen. Guckt ihr euch Richtung Planchet nochmal um? Mhm. Wir haben noch nichts. Vielleicht sind sie auch raus. Vielleicht hatten sie Angst. Mit einem Hammer Shot. Ja. Yeah. Eines Marvel-Helden würdig. Man nannte ihn nur den Longshot Hunter. Yeah. Ich werde mit euch, mit einer Sniper, so richtig auf oh, hier liegt ein toter Hunter. Hier liegen zwei tote Hunter. Hatte ich das gar nicht, das war der andere Hunter. Hier liegt ein Apostel. Um? Nö. Ach, vielleicht sind sie wirklich raus. Da lag eine Uppercut, ne? Ja, ich hab eine kleine Mosin, das ist quasi eine große Uppercut. Okay. Seh nix. Seh immer noch nix. Der Schuss meines Lebens. Das war einfach der Schuss meines Lebens. Jetzt wissen wir auch alle, wie die Folge heißt. Ja. Ja. Genau so. Mit dem Disconnect deines Lebens. Ich hab schon wieder Disconnect. Geht wieder raus. Hört auf zu extrahieren. Okay. Aber wenn du drinstehen bleibst, während du nicht Disconnect bist, ist scheißegal. Ich kann die Fehlermeldung nicht wegmachen. Nee, nein, 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 das wird nichts. Du bist bei uns doch im Server. Nee, mehr extrahieren. 3, 2, 1. Na gut, dann ist es halt so. Ja, ja, alles gut. Ich hab ne Deadeye dabei und dann will ich's noch für den Tag sogar. Das ist doch schon mal was. Deswegen.
Klein mal da drüben hin, Deadeye. Ich Deadeye. Klingt spannend. Oh, Single Boss. Keine Kasse. Und jetzt noch mal ein Consumable. Ich brauch nix. Oh, aber, ne. Ja, bei mir spawnen hier einfach mal Zombies daneben. Sehr schön. Was? Eben jetzt einfach mal Zombies gespawnt, gerade. Während ich den Blue aufgenommen habe. Ist doch schön. Ja, ja, ich hab mich ja gefreut über Gesellschaft. Es reicht, wenn du mit mir im TS redest. Du musst es nicht in-game. Nee, ich hab grad nur mal meinen Preis geschickt, sorry. Meinst du, das brauch ich nicht machen, ja? Nee, brauchst du nicht. Ja, und wenn doch? Vielleicht hab ich auch einfach Bock drauf. Ja, kannst du ja machen. Ich sag nur, du brauchst nicht. Was du am Ende machst? Okay, ja, zumindest nicht ganz weit weg. Kleine XP. Mhm. Schön, dass du mit dem Quad-Derringer geschossen hast. Was? Ich hab gesagt, schön, dass du mit dem Quad-Derringer geschossen hast. Ja. Und der Kanal, dass es noch explodiert. Da sind Enten im Wasser. Soll ich die auch mal mit dem Quad-Derringer anschießen? Noch du, tob dich aus. Das war aber nicht bei Hemlock, war das hier? Nee, das war weiter nördlich. Ich würde eher sagen, Atem oder vielleicht Gefängnis. Ja, ich weiß ja nicht, was es war. Das klang irgendwie wie eine Joke. Nee, es war ein Explosive. Meinst du? Ja, ziemlich sicher. Okay. Bin ich mir ziemlich. Aber hier brennt's. Und an dem Baum waren auch schon welche. Die Schweine. Ja, das ist schon länger. Das weiß ich nicht aktuell. Das hätten wir ja lauter gehört. Okay. Aber die Hundekäfig sind noch welche drin. Wo? In dem Hundekäfig hier vorne an der Ecke sind noch welche drin. Also Hunde. Na. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja, ich wollte es nur nochmal klarstellen, nicht, dass du dir sonst was denkst. Ich denk gar nichts. Nur, dass dann die Frage kommt, was ist da drin? In einem Hundekäfig. Von mir kommt so eine Frage nicht. Ah. Das ist Mindy. Oder vorne halt dran. Gehen wir jetzt drauf oder was ist der Plan? Ich bin schon drauf. Oh, das ist krass. Und da hinten dran wird auch geschossen. Mhm. Kann man die Fenster zerschossen. Zu mir. Ich wollte gerade sagen, mach mir den Hive bitte. Danke. Die Fenster sind weg.
Jetzt alle, ja. Neuungen. Ich glaube, hinter uns Steps? Im Wasser. Den habe ich richtig gehört. Ja, da kommen welche. Oben. Also nur noch einen gesehen. Das Bounty-Team ist ja schon rausgegangen. What the fuck? Ja, aber nach hinten rum. Da können die ja nirgends hin. Ja, Richtung Windy sind die hoch. Sind da hinten am Wasser. Und da hat es sogar gewechselt. Das war jetzt nur einmal, ne? Das war jetzt nicht beides Mal, das gewechselt hat, gell? Richtig. Da vorne, ah ne, ist ein Hund, oder? War das ein Hund? Ja, hier direkt rechts von mir ist einer. Eine Ruine. Ja, ich sehe halt nix. Ja, hier auf dem Hof halt. Ja, da guck ich ja hin. Hinter uns kommt noch jemand? Ja. Hier vorne? Schön. Da vorne ist noch jemand. Hinter dem Hügel. Ja, ich sehe es. Hier, dahinter gegangen. Hat einen Bogen. Wo ist der? Immer den Bienen nach. Down, sehr schön. Ich wurde beschossen vom Schalli. Moment, ich muss nachladen. Weiß nicht woher. Ich wurde auch gerade beschossen. Ah, auf dem Hügel drauf, auf dem Bunker. Da, ich muss gerade hier versuchen weg, weil ich habe ja noch Hunde hinter mir. Alles gut. Ein Hund down. Danke. Ja, ich hab schon einen gemacht. Ich lad grad mal nach. Anderer Hund auch down. Sind die noch da oben? Weiß ich nicht. Ne, die kommen angelaufen. Hörst du sie? Ja, hier vorne. Quasi einer zwischen. Einer down auf der Brücke und einer. Einer ist hier irgendwo. Ja. Geh ums Eck. Schön. Park Sniper. Sieht man den hier hinten irgendwo? Liegt. Hier liegen seine. Ach, hier. Was machen die anderen? Ja, Bounty Team ist oben bei Windy, also wenn, dann müssen wir Gas geben. Wo ist denn der andere, den du auf hier der, auf der hast? Brücke, auf der Brücke. Auf oder der unter der Brücke? Kein Betrunken, aber ich sehe hier keine Leiche. Oh, oder er lebt da einfach hier noch. Ja, oh, gut. Also hier sah ich zumindest Waffen. Ja, ja. Hier ist der andere. So, dann loot noch die Dame.
meine, die laufen jetzt gerade hoch. Wir können dann halt schräg drüber vielleicht hochfangen und die da ab, ne? Genau. So. Da vorne noch. Ja. Ich überlege halt gerade, die Spark Sniper mitzunehmen. Wenn er bei Gotthard oben rausgehen wollen. Mhm. Das ist ja offen eigentlich, ne? Ja. Ich spurte jetzt einfach mal durch. Ja, das waren jetzt nur die vier. Ja. Schon bei Golden Acres, das wird richtig. Das glaube ich, schaffen wir nicht mehr. Ne, ja, glaube ich auch nicht, aber trotzdem. Wir müssen sowieso weit laufen, um irgendwo rauszugehen. Ja, wir können in Richtung vor einfach mal gehen. Warum heilst du dich eigentlich nicht? Weil ich nicht mit Stadt heilen muss. Oh, ich dachte, weil du geblutet hast, deswegen. Nö. Aber Muni hätte ich noch mitnehmen können, ich hab nur die Special Ammo. So. Egal. Muss jetzt Gas geben. Ja, die hängen gerade ein bisschen bei Golden rum. Vielleicht ist das unsere Chance. Hand da vor mir! What? Da ist einer im Wasser! Der Hive geht auf mich. Bist du da? Ja. Hive down. Alter, bin ich erschrocken. Ich hab noch gedacht, der Hunter läuft, aber der Zombie läuft aber komisch. Hier vorne? Ja, ich seh ihn. Vorbeischießen, ey. Hab einen Hit. Läuft nach hinten weg. Ich gebe was Wasser. Komm mit. Aber ich gehe mal quer zu ihm. Ich glaube, der ist hier dahinter noch. Ja. Blutet. Blutet noch mehr. Man muss sagen, er muss tot sein. Down. Was? Und hat der mit einer Cordelia geschossen? Der hat mit einer Cordelia geschossen. Romero. Er ist langsam, als ob der von da noch was schießen würde. Na, die sind am Ausgang, jetzt hat sie es erledigt. Ja, dann gehen wir halt zum Moor rüber. Ja. Vielleicht noch großzügig über die. Ich geh mal kurz. Also, ja, scheiß drauf. Es wird alles wieder so eng. Der hat einfach nur Punkte gefahren. Ja. So komplett random alleine da rumgerannt, ey. Aber der hätte doch einfach wegrennen können. Ich meine, gut, seine Ausrüstung war jetzt nicht so der Bringer, ne? Ja, er hätte wegrennen können. Aber, na, ich weiß, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er da so die Option zu hatte. Ja doch, er stand ja noch im Wasser, als ich ihn dann gesehen habe und ich... Ja, genau, im Wasser. Ich bin 20 Sekunden später da gewesen. Der hätte einfach weiter. Heilung, falls du brauchst, irgendwie. Nee. Weißt du, der hätte einfach weiterhin brauchen. Hätten wir ja gar nicht mehr gewusst, wo er ist. Das meine ich halt. Das wäre halt möglich gewesen. Boah, Flechette kann so geil sein. Ja. Die Geschenke hier noch rumliegen. Ja. Jetzt noch eine Kasse und dann wäre alles optimal. Ich guck gerade mal, da steht gerne mal eine rum. Was? Hier steht gerne mal eine rum, aber da ist keiner. Ey, drin ist auch öfters mal einer. Nur jetzt nicht. Ja, nix ist uns gegönnt. Ja, genau.
nur wir zwei, ja, zweieinhalb Teams rausgenommen haben. Mhm. Hier sind Wasserteufel. Ja, drei Stück. Ich hab keine Muni mehr, ich hab keinen einzigen Schuss mehr. Ich hab noch einen Dolch. Mach dir die nicht schnell. Mhm. Mhm. Zum Glück brauche ich nur drei. Na, scheiß drauf. Ja, genau einen habe ich. Schieß nochmal. Ja, schieß. Na, Alter, war doch eine spaßige Angelegenheit. Ja. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hand Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.